Schlossstufe 3. Schade. Ich muss alles noch lernen, ne? Revelio. Oh. Aber auch schon eine scheiß Augentruhe. Gott. Was steht da auf dem Schild? The Magic Knee. Okay. Feuerladen offenbar. Der magische Rübenkarren. Dieser Karren gehört Timothy Teasdale, dem Inhaber der magischen Rüben. Er genießt es, mitten im Geschehen zu sein und sich vor dem Laden mit Kunden zu unterhalten. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Dip-Tam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als ein großes Abenteuer. Bravo! Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Dip-Tam-Samen aus. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Nur keine Ahnung, das, was nichts kostet, ne? Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Samen der Schrumpf? Was? Schrumpelfeige? Entschuldigung, Schrumpelfeige? Malvenkrautsamen. Schaltet die Fähigkeit frei, Malvenkraut in kleinen Töpfen wachsen zu lassen. Cool. Knöterichsamen, Flussgrassamen, Dünger. Das ist 100 für einen Dünger. Dip-Tam Blätter, Flussgrasstamm, Knöterichzweig, Blätter des Malvenkrautes und Frucht der Schrumpelfeige. Ich glaube, es wäre Genüge, wenn nehmen wir das Ding hier oben, weil das gibt bestimmt mehr. Egal. Ich glaube, er hat auch Probleme, wieder reinzukommen, ne, der Kollege hier? Der ist zwar gerne draußen, hat er gesagt, aber ich glaube, drinnen kann er auch nicht mehr sein. Tür ist zugewachsen. Egal. Und ich glaube, von Kürbissen hat er auch ein bisschen zu viel, ne? Hallo, Huhn. Revelio. Lustige Karotten hier. Das ist wirklich cool. Ich komme in... Ah, so hoch, okay. Oder? Nein, ich lade dich mal hoch. Da oben wohnt er? Da oben kann man rein, oder was? Nein, auch nicht. Was ist das für ein Mann, der ein Haus hat, aber nicht rein kann? Spezieller Kollege hier. Ich habe Kohle gefunden. Cool. Da hinten ist immer noch Hogsmeade. Ich reiß mir einen Scheiß ab. Ey, das Spiel. Das Spiel. So. Das soll man nicht wieder... Warte mal, bevor wir jetzt hier irgendwas machen. Hier ist Pippins Potion. Ja, da ist auch rein, ne? Willkommen bei J. Pippins. Hallo, zuerst mal die Truhen aus... Kundschaften. Ja, hallo. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich. Ich brauche ein paar Rezepte. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich.
ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich. Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Wie kann ich heute behilflich sein? Wir nehmen mal die gratis, die Proben nehmen wir mal hier mit, ne? Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben? Kampfwerkzeuge. Mega-Power-Trank. Maxima-Trank. Erhöht den Zauberschaden des Trinkenden für kurze Zeit und hier die Heilung. Den Rest ist aber noch viel zu teuer für uns. Wir haben Powertrank bekommen. Okay. So, wir sind eigentlich von hier durch und dann sind wir gerade hier an Fluss und dann noch zum Kollegen hier und jetzt wieder hier. Jetzt gehen wir doch wieder zurück in die Hauptgasse, so gesehen. Rechts durch, ne? Müsste man meinen. Ich frage mich, ob sie den goldenen Schlag. Genau, so jetzt sind wir bei der Hauptader, so gesehen, ne? Dass sie auch nur ein Ollivander ist, ne? Das ist irgendwie verwirrend. Revelio. Ollivanders Zauberstabgeschäft. Zauberstäbe aus verschiedenen Hölzern und mit allerlei Flexibilität, jeder mit einem von drei magischen Kernen, suchen ihre Besitzer in diesem gemütlichen, unübersichtlichen Laden aus, der von dem freundlichen und sachkundigen Gerbold Ollivander geführt wird. Die Familie Ollivander ist seit 382 v. Chr. Als Zauberstabmacher tätig und gilt als die beste Großbritanniens, wenn nicht sogar der Welt. Bei Merlins prächtigem Bart. Nicht schon wieder. Danke sehr, hilft mir bestimmt, um einen Zauberstab zu bezahlen. Wir klingeln mal bitte. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment bitte. Ah. Guten Tag, ich suche... Einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer 5. Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ja, mächtiger Kern, 10,5 Zoll, könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus.
weitergehen. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Ah, da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Nun dürfen wir also das Ganze auch selber bestimmen. Klassische Grau. Ach so. Wir haben wen? Holzart Ahorn, Drachenfasern, Herz als Kern. Unnachgiebig, also komplett starr das ganze Ding. Und 12 Kaffee Zoll. Variationen. Wirklich interessant. Faszinierend. Warmes Braun. Sanfte Spirale ist auch komisch. Oh mein Gott, kein Zauberstab. Wirklich interessant. Honigbraun. Faszinierend. Gefällt mir einfach so am besten. Was gibt's hier noch? Holzart. So, Wumms. Wirklich interessant. Elastisch Brühe. Faszinierend. Was ist das hier hinten eigentlich? Recht biegsam. Bricht er dann, also biegt er sich dann durch? Wirklich interessant. Oh mein Gott. Das ist doch nicht nur normal. Was gibt's hier alles eigentlich? Was nehmen wir jetzt denn eigentlich, ne? Das ist doch aber verrückt. Faszinierend. Was gibt's hier eigentlich alles? Akazie. Erle, Apfel, Esche, Espe, Buche, Schwarzdorn, schwarze Walnuss, Zeder, Kirsche, Kastanien, Zypresse, Hornstrauch, Ebenholz. Ebenholz. Das ist aber speziell. Gibt's denn sonst noch irgendwas? Also. Wirklich Blunder. Interessant. Faszinierend. Auch noch. Mein Gott. Oh. Wirklich interessant. Ja, alles. Ach,